Hallo zusammen, heute geht es um die Zertifizierung von solchen Batterien. Das geht richtig in die Knete und ich habe hier die einzelnen Zertifikate. Das Zertifikat ist ausgestellt auf den Hersteller und wir haben das nur als Handelsmarke. Jetzt ist natürlich so, ich will hier nicht jeden den Hersteller nennen, weil sonst geht er zu dem und kauft die da. Das ist das CE-Zertifikat. Dann habe ich den Testreport CE-EN 62368-1. Das umfasst 62 Seiten. Auch hier läuft das auf den Hersteller der Batterie. Dann habe ich das CE-Zertifikat über die EN 50663 und die EN 62479. Das umfasst 10 Seiten. Dann habe ich die Zertifikation für die Sicherheit des Transports, umfasst 6 Seiten. Das ist für die Luftfracht. Hier muss ich beschränken, wir haben für die Luftfracht nur für diese 100 Ampere Batterie ein Zertifikat. Also das heißt, wenn ihr im Wohnmobil unterwegs seid und ihr geht damit fliegen, also Luftfracht transportiert ihr euer Wohnmobil, nur mit dieser Batterie, diese zwei sind davon ausgeschlossen, habe ich kein Zertifikat. Ich habe ein Zertifikat für alle, für Seefracht. Das sind auch 6 Seiten. Also das heißt, wenn ihr auf eine Fähre geht, müsstet ihr dieses Zertifikat haben oder ihr müsst wissen, dass es gibt. Liegt bei mir vor. Dann habe ich den EMC, die elektromagnetische Verträglichkeit, den Report, der geht über 36 Seiten. Dann habe ich den MSDS-Report, das sogenannte Sicherheitsdatenblatt, der geht über 12 Seiten. Dann habe ich Radiospektrum-Report EN 300328. Das geht über 44 Seiten. Und dann geht es noch um die EN 2666. Das ist eine Entsorgungsverordnung. Das heißt zum Beispiel, hier muss auf der Batterie das Zeichen drauf sein, dass das Teil nicht in Abfall darf. Aber bei uns ist es so, wir zahlen ja die InoBat-Gebühren, da habe ich ein Video gemacht, und InoBat kümmert sich um die ganze Entsorgung. Kostet auch ein bisschen Geld, hier sind es immerhin 46, 50, 60 und da 80 Schweizer Franken, die wir für jede Batterie für diesen Zweck zahlen müssen. Und wenn ich dann Kommentare höre, dass in Deutschland die Entsorgung gratis ist, ist das ein anderes Thema. Ja, jetzt habe ich hier gewisse Daten geschwärzt, weil da immer der Hersteller draufsteht. Ich will euch den nicht sagen. Ich will ja auch Ware verkaufen und muss dafür gerade stehen. Ich brauche dafür die Zertifikate. Aber teilweise kaufe ich auch einen Kühlschrank ein, ich sage mal von lieb her, und verkaufe den unter meinem Namen weiter, weil der zum Beispiel dann von mir umgebaut wurde. Oder ich verkaufe Rivacold-Kühlaggregate. Da schreibe ich mittlerweile nicht mal mehr den Typ unten ins Angebot rein, weil dann schaut der,
das kostet dann so und so viel. Oder fragt mich einer an, er möchte eine Klimaanlage für irgendwas, ich offeriere die mit Einbau und so weiter, dann guckt er bei eBay, Amazon, AliExpress und so weiter, ob es das auch sonst irgendwo günstiger gibt, ja, und kauft es dann da. Für was mache ich dann Angebote? Ich mache prinzipiell nicht mehr gern Angebote, ich habe meine Fixpreise. Und dann muss ich noch einen Abschlag machen, Rabatt machen, das könnt ihr vergessen. Aber hier, diese Zertifikate, die liegen bei uns vor. Die könnt ihr bei uns anfordern. Aber ihr müsst mir belegen, dass ihr die lesen könnt. Also, das heißt, wenn ihr als Titel schreibt, ich bin Ingenieur, ihr wisst ja, was ein Ingenieur ist, der hat mal ein Studium besucht. Das ist keine Zertifikation, das ist keine Qualifikation. Ihr kriegt all diese Zertifikate im Original, also ausgedruckt, ich habe sie als PDF. Aber sagt mir, wer ihr seid. Also nicht ein Mail schreiben, gesendet von meinem iPhone oder so als Absender, sondern eine richtige Anschrift. Meine Daten, die findet ihr alle unten im Video beschrieben. Ich weiß, wer ich bin, ich sag, wer ich bin und so weiter. Aber nicht Kommentare loslassen, ja, ich habe alles geschwärzt und so weiter. Ich rück die nicht raus, ich rück die alle raus. Aber ihr müsst mir sagen, wer es sind, könnt ihr hier persönlich bei mir abholen. Oder so. Das ist zu den Zertifikaten. Die Batterien sind teuer. Aber wisst ihr, was die Zertifikate kosten? Macht mal einen Test für so eine Batterie. Da habt ihr dann alles mit studierten Leuten zu tun. Und mein Opa hat immer gesagt, lass dich nie mit gescheiten Leuten ein. Das ist so. Ich probiere dem auszuweichen. Weil kommt ein Dummer, macht einen Fehler, dann kommt der Nächste, behebt das, ist überhaupt kein Problem. Macht aber ein vermeintlich intelligenter, studierter, der vielleicht nur irgendwas gemacht hat, will ich mich nicht äußern, sonst wird der Kanal gesperrt. Wenn dann so ein intelligenter, vermeintlich intelligenter einen Fehler macht, hält das Generationen. Und somit hier das Innovat-Video und ich wünsche euch einen schönen Tag.